Geschätzte Ehrengäste, geschätzte Mitarbeiter des Roten Kreuzes, liebe Feuerwehrleute, ich möchte Sie heute zu unserer 40. Tagung des Feuerwehrmedizinischen Dienstes herzlich hier in Bad Leonfelden begrüßen. Diese Tagung ist heuer wieder eine praktische Ausbildung, Gefahren an der Einsatzstelle, Atemgifte, gefährliche Stoffe sind unsere Schwerpunkte bei dieser Tagung. Bei dieser Gelegenheit möchte ich an diese Pioniere zurückdenken. Das ist der damalige Bezirkskommandant Günther Gilgequin und unser Ehrenbezirksfeuerwehrarzt, der Obermedizinalrat Dr. Wolfgang Fatinger. Erlebt das ja mehr oder minder tagtäglich. Hier eine Zusammenarbeit funktioniert zwischen Roten Kreuz, Feuerwehr und Polizei, die, glaube ich, durchaus beispielsweisend ist. Und deshalb ist das für mich eine Art Geburtstagsfeier, auch wenn Sie etwas zu tun haben heute. Aber das ist ja der Sinn des Ganzen, dass letztlich, wenn es im Ernstfall notwendig ist, ihr das notwendige Rüstzeug habt. Der Feuerwehrmedizinische Dienst, das ist keine Konkurrenz zu Rettungsdiensten, sondern sozusagen das ist die erste Qualifikation am Beginn der Rettungskette, die die Sicherung dieser Rettungskette auch gewährleisten soll. Freude an der Arbeit und am Helfen können sind die wichtigsten Motive, hat eine Frage nach den Gründen für das Engagement bei der Feuerwehr und bei den Rettungsorganisationen ergeben. Mit dieser Einstellung braucht uns, den möglichen Hilfsempfängern und den Verantwortlichen der Gemeinden um die Sicherheitszukunft nicht bange sein. Ich übergebe dir jetzt das Wort und auch die weitere Tagung zu führen. Bitte sehr. Bitte nun Herrn Brandrat Kernecker, die Einteilung zum Stationsbetrieb vorzunehmen und wünsche uns allen noch einen erfolgreichen Tag bzw. eine erfolgreiche Tagung. Ich danke vielmals. Heute Morgen muss von zwei Leuten angezogen werden. Der kann sich selber nicht raushelfen aus diesem Anzug. Er kann zwar Tent außer dran und hängen, Tent runter, er mag aber diese ganzen Verschlüsse und die ganzen Geschichten nicht aufmachen. Und wenn da einer irgendwo mit Platzangst Probleme hat oder sonst irgendwas, sondern einfach so bald wie geht. Wann ist hier, da drüben steht noch mehr? Nun, nein, das wollen wir natürlich zu. Weil da kann man helfen, das egal, der was, da kann man zum Beispiel, also bauen Sie sehr gut, an die Schicken, um einen Defibrillator zum Beispiel, wenn ich weiß. Jetzt machen wir stabile Seiten. Der Arm, der bei mir ist, im rechten Winkel ungefähr vom Patienten wegstrecken, gegenüberliegende Kniebeug, wie man im Müffel sagt, nehmen wir. Und die gegenüberliegenden Arm am Handgelenk, Schulter bleibt am Boden, das heißt, ich muss mit dem Knie rauf, da fest zusammendrücken, beim Gelenk und bei den Kniebeug, und dann ziehe ich ihn schön vorsichtig zu mir um. Was einschaut, muss einmal das ganze System geerdet werden, miteinander verbunden werden. Da haben wir auf der Leitung mit zum Verbinden. Und man dicht das luftdicht ab mit einer Schraube. Man braucht dazu, dass man beim Aussauger betreibt hat, an Dankung, an Leistungsstart. Vom Feuerwehrreferenten des Landes Oberösterreich zum Präsidenten des Oberösterreichischen Roten Kreuzes. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen? Sie ist traditionell hervorragend. Ich war gerade heute bei einer Versammlung der Chefärzte des Roten Kreuzes, also aus ganz Österreich. Und da ist wiederum einmal gesprochen worden, wie denn so in den anderen Bundesländern das abläuft.
man ist gern Oberösterreicher, wenn man spürt und erfährt, wie wirklich toll die Zusammenarbeit, aber nicht nur im Einsatz, sondern ja auch in der Ausbildung ist. Und gerade hier diese Feuerwehrmedizinische Tagung ist ein Paradebeispiel dafür, wie es gelingt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Es war nicht einmal ein Hub gewesen. Jetzt ein Hub ist, wenn das Kind wieder da drin entspannt, ist das Röhrchen voll. Jetzt sind auch ungefähr, die hat eine Skala bis 3000 ppm, ein Hub. Also es war jetzt ein mehr wie 3000 ppm. Wenn jetzt jeder sagt, dann müsstet ihr jetzt einen umfallen fast. Nur müsstet ihr die Luft, was ihr jetzt eingepackt habt, also die von den Zigaretten, in einem Kubikmeter Luft reinigen, anmischen, dann hätte man einen anderen Wert. Aber er hat nicht inhaliert und vollen Monoxid hat er gleich wieder ausgeatmet, weil es so nicht übertragen gegangen ist. Jetzt macht man den Gegenverkehr. Sanft, ja, passt schon. Jetzt, nein, du hast den noch herbei, sonst wird die da. Jetzt gehst du da um auf die Hände, dann schneidest du mit einer Hand dem Kinn. Und mit der anderen Hand da. Und jetzt reißt du ihn so. Nein, nicht. Hintere. So passt er eh. Jetzt war schon über. Genau, so geht das. 10 Sekunden, bis zu 10 Sekunden ist ganz schön lang. Sehr gut. Jetzt riecht man den Kopf. Hören Sie ihn fühlen? Ich spüre, er atmet, ich sehe, er atmet und ich hör's. Er ist bewusstlos. Die Seitenlage, den Arm, der bei mir ist, rechte Wink zur Seite und das Kniebein und Handgelenk. Wirklich auch das Knie zum Handgelenk ziehen und nicht das Handgelenk zum Knie einfach, dass man die Schulter entlastet. Ja, dass man nicht unbedingt dann schön umgehauen, genau. Atemkontrolle, das heißt, du hast den Kopf gerade, genau, zuerst mal gerade und dann überstreckst du nach hinten, das heißt, nein, dann überstrecken sie, genau, halten und Atemkontrolle, maximal 10 Sekunden. Ich schaffe das so aus. Also ich glaube, das ist unbestritten, dass im Bereich des Feuerwehrmedizinischen Dienstes der Bezirk Kurfer Umgebung eine Vorreiterrolle einnimmt. Speziell diese Tagung, die als Zusatzangebot und Ausbildungsangebot dient, ist einzigartig und sicher nachahmenswert.